Lieber Oliver Hermes, vielen Dank. Vielen Dank für diesen tiefgreifenden und sehr konkreten Ein- und Ausblick für die Region Mittel- und Osteuropa. Herzlichen Gruß nach Dortmund hier aus Berlin, live aus der Geschäftsstelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmer, wir freuen uns sehr, dass Sie heute so zahlreich bei unserem virtuellen Ostausschuss-Jahresauftakt dabei sind. Liebe Vorstandsmitglieder und Präsidiumsmitglieder des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren Botschafter, meine sehr verehrten Damen und Herren Bundestagsabgeordnete, Vertreter der Ministerien, sehr geehrte liebe Vertreter unserer Trägerverbände. Und wenn ich die Trägerverbände erwähne, möchte ich natürlich insbesondere die AHK-Geschäftsführer in unserer Region herzlich begrüßen. Es sind heute fast alle dabei. Und ohne dieses starke Netzwerk könnten wir als Ostausschuss auch nicht so aktiv sein. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir sind alle noch unter dem Eindruck der großen Rede des Bundespräsidenten, die dem Thema heute eine historische und allgemeinpolitische Dimension gegeben hat. Und wie Oliver Hermes gerade gesagt hat, wir werden diesen Auftrag des Bundespräsidenten, die Beziehungen zwischen den Menschen aufrechtzuerhalten, auch wir als Wirtschaft sehr, sehr ernst nehmen. Wir kommen jetzt dazu, die Thematik, bei der wir heute alle zugegen sind, noch einmal etwas konkreter, tagesaktueller, politisch einzuordnen und einen wirtschaftspolitischen Ausblick zu wagen für die nächste Zeit. Und ich glaube, einen besseren Gast, einen besseren Experten hätten wir uns nicht wünschen können. Lieber Herr Staatssekretär Berger, ich heiße Sie ganz herzlich hier bei uns willkommen. Dankeschön. Ja, viele von Ihnen kennen Herrn Staatssekretär Berger natürlich noch als Leiter der Wirtschaftsabteilung im Auswärtigen Amt. Ich werde jetzt seine beeindruckende Karriere insgesamt nicht noch einmal nachvollziehen, aber wir sind sehr dankbar, lieber Herr Staatssekretär, dass Sie auch in Ihrer neuen Funktion dem Ostausschuss und der Region Mittel- und Osteuropa so eng verbunden bleiben. Das war ja für Sie ein kurzer Fußweg hier rüber in die Geschäftsstelle. Man könnte das Zitat ein bisschen abwandeln und sagen, ein kleiner Schritt für Sie, ein großer Schritt für die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik in unserer Ostausschussregion. Lieber Herr Berger, lassen Sie uns beginnen. Ich würde am Anfang eine vielleicht allgemeine Frage stellen. Die Corona-Pandemie hat ja auch die Arbeit des Auswärtigen Amtes stark verändert. Diplomatie beruht ja auf Reisen und auf vertraulichen Gesprächen, persönlichen Gesprächen. Beides war seit dem letzten Jahr so nicht mehr möglich. Wie hat sich das Auswärtige Amt in dieser Corona-Zeit aufgestellt? Wie haben Sie die Arbeit empfunden? Ja, Herr Harms, zunächst mal ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Hermes, für die sehr freundliche Einladung hier zu diesem virtuellen Jahresauftakt. Und das heutige Format zeigt ja auch schon, wie wir uns alle eingestellt haben auf diese Corona-Realität, wenn man so sagen möchte. Uns im Auswärtigen Amt hat das natürlich auch sehr getroffen. Man braucht die Reisen, man braucht eigentlich den persönlichen Kontakt. Und auch wenn wir sehr viele Videokonferenzen organisieren, es ersetzt natürlich niemals das direkte Gespräch. Was uns besonders betroffen hat, war natürlich ganz zu Beginn der Krise. Die meisten werden sich erinnern, diese große Rückholaktion. 240.000 Deutsche aus über 60 Ländern. Und wir haben das zusammen gemacht, natürlich auch mit der deutschen Tourismuswirtschaft. Wir haben das mit EU-Partnern gemacht. Wir haben uns hier gegenseitig unterstützt. Und lassen Sie mich auch noch mal erwähnen, weil das angeklungen ist. Wir sind im Auswärtigen Amt ja zuständig für den Krisenstab, das Krisenzentrum der Bundesregierung. Das heißt, wir diskutieren mit den Ressorts über die Einstufung von Ländern, über Reisewarnungen. Und ich will hier nochmal betonen, dass natürlich der Erhalt des Binnenmarktes bei uns ein ganz zentraler Faktor ist und wir das bei allen Maßnahmen, die verhängt werden, immer mit bedenken. Ein letztes Wort, was uns große Sorge macht im Moment, ist die Entwicklung mit den Virusmutationen. Deswegen mussten wir die Maßnahmen gegenüber Tirol, der Tschechischen Republik ergreifen. Und leider sehen wir, dass diese gefährliche Virusmutation weiter an Boden in Europa gewinnt. Herr Berger, vielen Dank für diese Antwort.
Vielleicht nochmal der Hinweis, Sie können Fragen in den Chat schreiben. Wir versuchen, die Fragen nach Möglichkeit dann aufzugreifen. Die ersten Fragen sind schon eingetroffen. Vielen Dank. Nutzen Sie das bitte ganz aktiv. Lieber Herr Berger, der Bundespräsident hat sich ja doch sehr deutlich und auch sehr besorgt über unser Verhältnis zu Russland geäußert. Es ist natürlich klar, dass auch uns als Wirtschaft das große Sorgen bereitet. Vielleicht können Sie uns diesen wichtigen Bereich noch einmal etwas ausführlicher beleuchten. Die beiden Stichworte aus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, besonders bedeutsam hier Nord Stream 2 und amerikanische Sanktionen, vielleicht dazu Ihre Einschätzung. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, der Bundespräsident hat es im Grunde in aller Deutlichkeit gesagt. Uns macht die aktuelle das aktuelle Verhältnis zu Russland natürlich sehr große Sorgen. Wir haben eigentlich beginnend mit der Krise, mit der Besetzung der Krim, mit der Krise in der Ostukraine einen Prozess gesehen, der schleichenden und schrittweisen Distanzierung, Entfremdung. Der Bundespräsident hat die Frage gestellt, ist denn Russland, wie stark ist die russische Führung überhaupt noch an der engen Zusammenarbeit mit der Europäischen Union interessiert? Wir hatten jetzt beim Rat der Außenminister am Montag die Gelegenheit, auch nochmal die Reise des Hohen Repräsentanten Herrn Borrell zu reflektieren. Sie werden gesehen haben, dass beschlossen worden ist, aufgrund nicht nur seiner Inhaftierung, seiner Lagerhaft, sondern auch mit Blick auf die neuen Gesetze, die den Spielraum der Zivilgesellschaft in Russland weiter einschränken, neue Sanktionen zu erlassen. Keine Wirtschaftssanktionen, Personensanktionen. Aber insgesamt muss ich sagen, macht uns die aktuelle Lage große Sorgen. Und der Bundespräsident hat gesprochen von den bröckelnden Brücken zwischen Ost und West. Ja, also das bedeutet für uns, wir müssen diesen Dialog aufrechterhalten. Wir müssen Angebote machen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Europäische Union auch gemacht haben. Auch während unserer deutschen Ratspräsidentschaft haben wir Themen identifiziert, bei denen wir das Gefühl haben, dass hier ein Potenzial besteht. Ich will nur nennen, das Thema Klimawandel, nachhaltige Entwicklung, grüne Technologien, Digitalisierung. Es gibt eine Reihe von Themen, wo wir auch von russischer Seite erwarten würden, dass man auf uns zukommt und diese Angebote aufgreift. Ich will aber nicht verhehlen, dass wir natürlich auch in einer schwierigen Situation sind mit Blick auf Nord Stream 2. Ich möchte klar sagen hier, wir haben kein Interesse daran, dass dieses Projekt zu einer Investitionsruine wird. Über 100 Unternehmen aus zahlreichen europäischen Ländern haben sich daran beteiligt. Die Rechtsgrundlagen für diese Pipeline sind klar. Und wie Außenminister Maas auch ja bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt hat, europäische Energiepolitik muss in Europa gemacht werden. Und auch jenseits von Nord Stream 2 ist es immer schon unsere Position gewesen, dass wir extraterritoriale Sanktionen aus den USA, aber auch aus anderen Ländern prinzipiell ablehnen. Die Bundeskanzlerin hat erwähnt, dass wir bereit sind, mit der neuen US-Administration einen Dialog zu führen über Nord Stream. Aber am Ende dieses Dialogs muss die Finalisierung dieser Pipeline stehen. Herr Berger, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einschätzung zum Verhältnis zur neuen amerikanischen Administration. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben dazu mal eine kleine Umfrage vorbereitet, die ich jetzt bitte entsprechend einzublenden und die Sie jetzt live beantworten können. Uns würde sehr interessieren, wie das Auditorium heute das Verhältnis mit den USA sieht. Und sobald die Umfrage zu Ende ist, würden wir dort doch einmal zurückkommen. Die nächste Frage, lieber Herr Berger, bezieht sich auf die Europäische Union. Sie sind ja als Staatssekretär auch für die Europaabteilung zuständig. Wie würden Sie jetzt im Rückblick bewerten die deutsche Ratspräsidentschaft und vor allen Dingen natürlich in Bezug auf die Länder, die zum Ostausschuss gehören, aber auch Mitglieder der Europäischen Union sind? Ja, die deutsche Ratspräsidentschaft fand ja unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen statt. Corona, die tiefe Rezession in vielen europäischen Ländern
Und ich glaube, dass es uns im Endeffekt gut gelungen ist, zum einen die notwendigen Beschlüsse zu fassen für die wirtschaftliche Erholung, den wirtschaftlichen Erholungsprozess. Das Ganze nennt sich Next Generation EU. Das sind diese nationalen Programme, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf den Tisch gelegt werden und wo es darum geht, eben nicht nur aus dieser Krise herauszukommen, sondern eben auch gleichzeitig zu investieren in Zukunftsbereiche, in grüne Technologie, in Digitalisierung. Und ich glaube, dass wir gezeigt haben mit unserer Ratspräsidentschaft, dass wir als Europäische Union hier in der Lage sind, solidarisch zu handeln. Und man hat das auch sehr deutlich gespürt in Südeuropa. Die Reaktionen waren sehr positiv. Und jetzt geht es um die konkrete Umsetzung. Andere Fragen, die wir ja noch geklärt haben, betraf Brexit, die endgültige Klärung mit Großbritannien. Zum Glück wurde der No-Deal verhindert. Das Abkommen mit China, hier haben wir die politische Rahmenvereinbarung beschlossen. Aber wenn Sie gezielt fragen nach der Region, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir diese Beschlüsse, die gefasst wurden zur wirtschaftlichen Gesundung, dass die natürlich auch hohe Investitionen insbesondere in Osteuropa bedeuten, in die Energietransformation, in die Digitalisierung, in Internet 4.0. Und das sind natürlich sehr gute Anknüpfungspunkte für die deutsche Wirtschaft. Und Herr Hermes hat ja schon das wirklich beeindruckende Ergebnis des deutsch-polnischen Handels präsentiert. Also ich sehe hier aus diesem Programm für die wirtschaftliche Erholung erwachsen große Möglichkeiten auch für die deutsche Wirtschaft. Lieber Herr Berger, vielen Dank. Die Ergebnisse der Umfrage sind eigentlich auch sehr optimistisch. Also über die Hälfte, 51%, sehen eine leichte Verbesserung mit der neuen US-Administration. 21% sehen sogar eine deutliche Verbesserung. Und dann den dritten Platz hat keine Änderung und nur ein geringer Teil sieht eine Verschlechterung. Das ist, glaube ich, ein sehr optimistisches Ergebnis. Vielleicht würde ich hier an dieser Stelle eine Frage aus dem Chat stellen, die sehr gut, glaube ich, zu Europa und dem Thema der strategischen Autonomie passt. Ich lese die Frage mal vor. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, haben Sie nicht auch in den letzten Jahren den Eindruck in den Gesprächen mit führenden Vertretern Russlands gewonnen, dass man uns dort nicht mehr wirklich ernst nimmt bzw. respektiert? Seit einigen Jahren scheinen nur noch die USA, China und die Türkei oder jeweils spezifische Regionalmächte als ernsthafte Gesprächspartner wahrgenommen werden. Ja, ich glaube, das ist zumindest was die USA und andere angeht, keine neue Entwicklung. Für Russland ist es vor allem wichtig, auf Augenhöhe mit den USA wahrgenommen zu werden als internationaler Akteur. Und das ist die Maxime. Was wir auch schon seit vielen Jahren festgestellt haben, ist, dass Russland im Grunde den Kontakt zu den europäischen Institutionen eher stiefmütterlich behandelt. Das heißt, für Russland steht der bilaterale Kontakt im Vordergrund. Und hier waren wir und sind wir, glaube ich, auch weiterhin trotz aller Belastungen der zentrale Ansprechpartner. Ich will aber noch mal ganz kurz die Gelegenheit nehmen, auch über Nord Stream 2 hinaus kurz etwas zur amerikanischen Administration zu sagen. Wir hatten ja die sehr optimistische, sehr auf Partnerschaft angelegte Rede des Präsidenten Biden bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Also wir spüren in allen politischen Bereichen, dass die USA das Interesse haben, mit uns, mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. Wenn ich mir die Russlandpolitik ansehe, und das ist ja schon erwähnt worden, dann gibt es den pragmatischen Weg, wie in der Abrüstungsagenda mit Russland zu arbeiten. Gleichzeitig aber, glaube ich, können wir alle davon ausgehen, dass die USA deutlicher als unter Trump die Frage von Menschenrechten, Zivilgesellschaft gegenüber Russland thematisieren werden. Vielen Dank. Im letzten Jahr, lieber Staatssekretär, standen ja noch zwei Länder sehr stark im Fokus in der unmittelbaren EU-Nachbarschaft. Das waren Belarus und die Ukraine, leider unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen. Die Ukraine ist ja seit 2014 politisch sehr erfolgreich auf dem Weg Richtung Europa, Richtung Demokratie. In Belarus haben wir leider im letzten Jahr
eine absolute Rückwärtsbewegung im politischen Bereich gesehen. Wie würden Sie diese beiden so wichtigen Nachbarn für uns einschätzen und ist denn Belarus mit weiteren Sanktionen zu rechnen? Ja, Belarus möchte ich sagen, dass wir natürlich wirklich mit großer Bewunderung sehen, wie die Menschen jetzt seit August, seit über 200 Tagen quasi jeden Tag, jeden Abend friedlich demonstrieren und umso unverständlicher auch die Gewalt, die Brutalität, mit der die Regierung Lukaschenko darauf reagiert. Wir haben 3 Sanktionspakete beschlossen. Aber ich will hier mit Blick auf die Wirtschaft auch noch einmal sagen, diese Sanktionen beziehen sich auf die Verantwortlichen für die Wahlfälschung, für die Repression. Wir haben kein Interesse daran, die belarussische Wirtschaft zu treffen. Und wir wollen das deshalb nicht, weil wir Lukaschenko und seine Regierung nicht den Vorwand geben wollen, die Wirtschaftskrise, die jetzt entstanden ist, quasi politisch die Verantwortung in Richtung Europa zu schieben. Was wir gemacht haben, ist in dem Rahmen, der uns möglich ist, zumindest die Zivilgesellschaft zu unterstützen. Wir haben einen sogenannten Aktionsplan Belarus entwickelt, in dem wir hier sehr breit helfen. Aber ich will doch noch mal erwähnen, was uns wirklich Sorge macht, ist natürlich auch die Abwanderung aus Belarus. Wenn ich an die Start-ups, an den IT-Sektor denke, der in Belarus ja sehr entwickelt war. Zu Ukraine vielleicht nur ein paar Stichworte. Wir sind ja hier politisch weiterhin sehr engagiert in dem sogenannten Normandie-Format, um die Krise in der Ostukraine in den Griff zu bekommen. Das geht nur langsam voran, aber immerhin, muss ich sagen, haben wir seit dem letzten Sommer eine Waffenruhe, die weitgehend gehalten hat. Das ist ein echter Fortschritt. Wenn es um die wirtschaftliche Ausrichtung geht, dann hat die Ukraine beeindruckende Erfolge erzielt. Wenn ich mir den Anteil der Europäischen Union, des Handels mit Europa ansehe, dann hat sich hier unglaublich viel entwickelt. Trotzdem an die Adresse der Ukraine möchte ich sagen, es ist wichtig, die Reformen fortzusetzen. Antikorruptionsbehörde, Justizreform, Rechtsstaatlichkeit insgesamt, das sind Dinge, die die Investitionsbedingungen in der Ukraine weiter verbessern helfen. Und wir wissen, der Internationale Währungsfonds hat seine Unterstützung im Moment suspendiert, weil man sehen will, dass die ukrainische Regierung auch wirklich bereit ist, Reformen weiter voranzutreiben. Dankeschön, lieber Herr Wellmann. Danke auch für die Frage im Chat. Ich glaube, Herr Berger hat die de facto schon beantwortet mit seinen letzten Sätzen, dass natürlich die Rechtsstaatlichkeit, vor allen Dingen der Kampf gegen die Korruption, eine absolute Priorität der Bundesregierung bleiben. Ich möchte Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmal hinweisen auf den deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgipfel am 19.03. hier in Berlin, hoffentlich im Hybridformat. Wir haben die Einladung vor kurzem versandt. Oliver Hermes hatte ja auch darauf hingewiesen. Eine sehr spannende und für die EU sehr wichtige Region ist natürlich Südosteuropa. Die meisten Länder der Region sind im EU-Beitrittsprozess. Das ist nicht nur wirtschaftlich für die Länder ganz entscheidend, sondern ist, glaube ich, auch eine der politischen Prioritäten der Europäischen Union und der Bundesregierung. Ja. Die Kanzlerin hat ja vor einigen Jahren den sogenannten Berlin-Prozess gestartet, der in diesem Jahr nach Berlin zurückgeht. Wie sehen Sie diese Region, lieber Herr Berger? Ja, wir hatten ja vorhin über die deutsche Ratspräsidentschaft gesprochen und es gibt einen Bereich, wo wir uns doch gerne einen größeren Erfolg gewünscht hätten und das ist der Erweiterungsprozess um Albanien und Nordmazedonien. Und leider haben wir gesehen, dass die Fragen der Vergangenheit, der Geschichte zwischen Bulgarien, Nordmazedonien letztlich die Eröffnung dieses Beitrittsprozesses behindert haben. Und wir hoffen, dass natürlich jetzt unter portugiesischer und sonst auch dann unter slowenischer Präsidentschaft dieser Versuch fortgesetzt wird. Sie haben den Berliner Prozess genannt und in der Tat, wir hoffen und natürlich auch, dass die Corona-Situation das zulässt, dass wir hier vor dem Sommer noch einen Gipfel haben können im Rahmen dieses Berliner Prozesses. Das wäre dann auch mit Außenministertreffen, mit Wirtschaftsministertreffen,
Und natürlich, und ich will das nochmal unterstreichen, wie wichtig der westliche Balkan für die deutsche und natürlich auch europäische Politik ist. Der ein oder andere wird vielleicht mitbekommen haben, dass wir einen Kandidaten haben für das Amt des Hohen Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina, den früheren Minister Christian Schmidt. Das unterstreicht auch nochmal das Engagement der Bundesregierung. Wirtschaftlich würde ich sagen, das zentrale Projekt aus unserer Sicht ist, dass es gelingt, auf dem westlichen Balkan wirklich einen gemeinsamen regionalen Markt zu schaffen. Und da erwarten wir, es gab ja einen Gipfelbeschluss in Sofia und jetzt geht es um die Frage der Umsetzung. Und ein zweites Thema, was natürlich auch den wirtschaftlichen Austausch erleichtern würde, wenn es gelänge, wirklich eine Reisefreiheit innerhalb des westlichen Balkans herzustellen. Ansonsten erhoffen wir uns von Serbien vor allem mehr Reformen, ernsthafte Reformen im Justizbereich. Und ich will schon sagen, wir sehen mit zunehmender Irritation diese Freundlichkeiten oder diese Annäherung an China und Russland. Das ist aus meiner Sicht nichts, was den europäischen Prozess Serbiens wirklich beschleunigt. Danke. Ich würde vielleicht an dieser Stelle zwei Fragen aus dem Chat stellen, die, glaube ich, sehr gut zur Region passen. Die erste Frage betraf die Bildungswirtschaft und die Bedeutung der vor allen Dingen dualen Berufsbildung, die der Bundespräsident auch betont hat. Das ist ja ein großes Problem im Zusammenhang mit der Abwanderung, vor allen Dingen in Südosteuropa. Wie bewerten Sie aus außenpolitischer Sicht die Wichtigkeit von Bildungsinitiativen der EU in dieser Region, aber auch in anderen? Ja, ich bewerte die insgesamt, ich halte die für extrem wichtig. Wir haben ja Einrichtungen des Bundes, die ausländische Regierungen dabei unterstützen, passende Modelle für ihre jeweilige Situation zu finden. Natürlich ist das deutsche Modell nicht übertragbar auf andere Länder, aber wir suchen immer passgenaue Möglichkeiten, um in den Ländern zu helfen. Und wir suchen natürlich auch immer nach Ansatzpunkten, um deutsche Unternehmen in den jeweiligen Ländern zu unterstützen. Und lassen Sie mich sagen, weltweit die Zusammenarbeit hier auch mit den Handelskammern ist sehr gut. Also die berufliche Bildung steht bei uns ganz oben auf der Agenda. Danke. Und nochmal eine Frage zur Region, die im Chat gestellt wurde, ob nicht die finanziellen Belastungen durch Brexit und Corona den Prozess des Beitritts noch weiter verzögern, dass wir uns einfach diesen Beitritt nicht mehr leisten können. Nein, da würde ich jetzt nicht unbedingt eine direkte Verbindung sehen. Der Brexit ist ja zum Glück so gelaufen, dass die negativen Auswirkungen sich in Grenzen halten. Hätten wir einen No-Deal, wären wir jetzt in einer anderen Situation. Ich glaube, die Bedenken, die es gibt gegen eine Erweiterung der Europäischen Union, die haben weniger etwas mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun, als mit Bedenken, die in anderen Bereichen liegen. Und ich will hier nochmal erwähnen, dass es auch unter unserer Präsidentschaft gelungen ist, für die nächsten Jahre eine finanzielle Unterstützung von 9 Milliarden für den gesamten Bereich des westlichen Balkan zu sichern. Und das werden über diese 7 Haushaltsjahre Projekte sein, mit denen wir auf jeden Fall auch in den Westbalkan und seine wirtschaftliche Integration investieren werden. Aber ich will dazu sagen, ja, es gibt natürlich in einigen EU-Staaten Bedenken und die müssen wir im Dialog ausräumen. Vielleicht wäre es an dieser Zeit nochmal Gelegenheit für eine zweite Umfrage. Sie hatten ja erwähnt, die Beitrittshilfen und den Einschluss der Region in die europäischen Programme. Da fallen dann natürlich sofort die Stichworte Green Deal und Digitalisierung ein. Und wir würden mal für die Region insgesamt Sie fragen, wie wirken sich die Megathemen Green Deal und Industrie 4.0 auf die Region des Ostausschusses aus? Solange die Umfrage läuft, sehr geehrter Herr Berger, kommen wir zu einer nicht minder spannenden Region, der Region Zentralasien. Da hat ja die EU sich eine neue Strategie gegeben. Aber man hat ein bisschen den Eindruck, dass die anderen großen Player, vor allen Dingen China und Russland, uns dort etwas den Rang ablaufen. Wie sehen Sie das auch im chinesisch-europäischen Verhältnis, die Region, die Möglichkeiten
vielleicht auch im Zusammenhang mit Belt and Road? Ja, mein Eindruck ist, dass wir uns mit dieser Zentralasien-Strategie von 2019 eine sehr gute Grundlage gegeben haben. Ich glaube, wir wären heute bei der Umsetzung schon deutlich weiter, wenn wir nicht die Corona-Krise gehabt hätten. Und ich habe gesehen, dass der Ostausschuss ja auch zu den wenigen gehört hat, die trotz Corona Delegationsreisen organisieren konnten in diese Region. Sehr positiv, muss ich sagen, sehen wir die Dynamik, die durch die Reformen in Usbekistan, auch in der gesamten Region entstanden sind. Das ist ein Prozess, den wir weiter unterstützen sollten. Und lassen Sie mich sagen, dass wir hoffentlich, wenn Corona es erlaubt, auch physisch im Herbst in Kasachstan ein Wirtschaftsforum EU-Zentralasien planen. Es gibt einen anderen Bereich, bei dem wir uns auch sehr stark engagieren. Das nennt sich Grünes Zentralasien, Green Central Asia. Da geht es um die Frage, welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die ja sehr fragile Natur in diesen Ländern? Wie können wir mit unserer Expertise hier unterstützend tätig werden? Also mein Gefühl ist, wir müssen hier mehr tun für das Thema regionale Integration in Zentralasien. Wir müssen die Kontakte erweitern. Und ich habe das Gefühl aus den Gesprächen, dass natürlich China hier der wichtigste, der überragende Partner ist, dass aber viele zentralasiatische Länder sehr gerne diesen Kontakt mit Europa ausbauen möchten, weil sie eben nicht in eine einseitige Abhängigkeit von China geraten wollen. Also ich glaube, wir haben hier mit Zentralasien einen Partner, der großes Interesse hat, diese Kontakte auszubauen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, das auch jetzt wirklich in den nächsten Jahren mit Leben zu füllen. Dankeschön. Ich habe jetzt die Umfrageergebnisse und das ist interessant, weil die etwas zurückhaltend sind. Die Mehrheit hat gesagt, dass die Länder eher drohen, bei den Themen Green Deal und Digitalisierung abgehängt zu werden. Das ist etwas, was uns aufhorchen lassen sollte. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel solche Themen wie Carbon Border Adjustment teilweise als protektionistische Maßnahmen wahrgenommen werden. Hier, glaube ich, müssen wir alles tun, um dieser sehr wichtigen Region diese beiden Themen nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern in der Partnerschaft voranzutreiben. Sie hatten ja das Verhältnis mit China erwähnt, sehr geehrter Herr Berger. Da sehe ich auch noch eine Frage im Chat in Bezug auf das Investitionsabkommen mit China. Wir kommen jetzt so ein bisschen zu Russland zurück, weil der Kollege fragt im Chat, wie das in Russland, in den USA wurde es ja kritisch bewertet, wie Russland das sieht, hätten wir uns hier nicht etwas zurückhalten können und gemeinsam Bemühungen um eine gemeinsame China-Strategie verstärken sollten. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, es gab keinen Grund, sich zurückzuhalten bei diesem Abkommen. Das ist 7 Jahre lang verhandelt worden. Das war auch für die USA kein Geheimnis, dass diese Gespräche stattgefunden haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die USA unter Trump diesen sogenannten Phase-1-Deal mit China abgeschlossen haben, der ja weiterhin in Kraft ist. Und es gibt natürlich sehr signifikante Unterschiede zwischen diesen beiden Abkommen. Die USA haben diesen Teil des gelenkten Handels, nämlich die Kaufverpflichtungen, die China übernommen hat. Das ist ein Konzept, das wir in Handelsabkommen nicht haben wollen. Umgekehrt haben wir großen Wert gelegt auf die Frage der Nachhaltigkeit und hier natürlich vor dem Hintergrund der schwierigen Diskussion über die Menschenrechtssituation, insbesondere der Uiguren in der Provinz Xinjiang, die Frage der Umsetzung von ILO-Kernarbeitsnormen zu Zwangsarbeit und anderen Fragen. Da werden wir auch von China weitere Verbesserungen einfordern. Aber ich glaube, was dieses Abkommen enthält, ist ein besserer Marktzugang für deutsche Unternehmen, mehr Rechtssicherheit, insbesondere im Umgang mit Staatsunternehmen. Und das ist ja etwas, wofür wir gemeinsam eintreten. Und lassen Sie mich abschließend sagen, uns liegt sehr daran, mit den USA einen intensiven Dialog über die richtige China-Politik zu führen. Und wir hoffen, dass wir natürlich auch zum Beispiel es schaffen, die transatlantischen Handelsstreitigkeiten, Stahl- und Aluminiumzölle, Airbus, Boeing, diese Dinge zu überwinden
und uns gemeinsam zu konzentrieren auf die Reform der Welthandelsorganisation, auf die Frage, wie wir mit der Herausforderung China gemeinsam umgehen können. Deswegen, aus unserer Sicht ist dieses Handelsabkommen der EU kein Hindernis, sondern ein wichtiger Baustein in dieser Diskussion. Herr Berger, danke. Ich würde vielleicht doch noch mal zwei Fragen aus dem Chat nehmen, obwohl wir schon etwas überzogen haben. Aber ich glaube, die sind sehr interessant, mit der Bitte um kurze Antworten. Einmal die Bewertung der Drei-Meeres-Initiative aus Sicht der Bundesregierung, des Auswärtigen Amtes. Ja, die Drei-Meeres-Initiative, wir sind ja Beobachter, wir sind kein Mitglied. Und das liegt daran, dass eben nicht alle Staaten der Drei-Meeres-Initiative einer Mitgliedschaft Deutschlands zugestimmt haben. Wir haben vor allem Wert gelegt darauf, dass alles, was dort beraten und beschlossen wird, kompatibel sein muss mit den europäischen Zielen. Und wir haben deswegen jetzt mit Freude gehört, dass die neue amerikanische Regierung das deutlich gemacht hat. Denn in der Vergangenheit haben wir diese Drei-Meeres-Initiative sehr auch gesehen als ein Versuch der Trump-Administration, den LNG-Verkauf in Osteuropa zu fördern und zum Teil auch hier andere Akzente zu setzen als die, die wir in Brüssel setzen. Wir hoffen, dass es gelingt, in diesem Rahmen private Investitionen zu mobilisieren in Infrastruktur. Wenn das möglich ist, dann kann die Drei-Meeres-Initiative einen zusätzlichen Beitrag leisten und Bulgarien wird dieses Jahr die Präsidentschaft haben. Dankeschön. Und die letzte Frage, jetzt kommen wir noch mal nach Belarus zurück. Es gab eine Frage im Chat, wieso wir nicht und ob wir nicht vielleicht noch stärker gemeinsam mit anderen europäischen Partnern, zum Beispiel mit Polen, hätten vermitteln sollen zwischen Regierung und Opposition. Ja, das ist eine gute Frage. Und ich kann hier nur sagen, wir sind natürlich mit den polnischen Kollegen in sehr, sehr engem Austausch, auch mit den Balten. Das Problem liegt schlichtweg daran, dass die Regierung Lukaschenko alle Versuche, hier einen politischen Dialog zu etablieren, zu vermitteln, abgelehnt hat. Auch die schwedische OSZE-Präsidentschaft hat entsprechende Angebote gemacht und darauf ist die Regierung nicht eingegangen. Was haben wir gesehen? Die sogenannte allbelarussische Volksversammlung, die jetzt stattgefunden hat, und die Ideen, die Lukaschenko vorgestellt hatte für Verfassungsreformen, die sind weiter nach hinten geschoben worden. Also wir haben nicht den Eindruck, dass es eine ernsthafte Bereitschaft gibt, wirklich auf die Opposition zuzugehen oder eine Vermittlung zuzulassen. Und das ist etwas, muss ich sagen, das wir gerade mit Blick auf die Zivilbevölkerung, auf die Menschen in Belarus sehr bedauern. Lieber Herr Berger, vielen Dank. Vielen Dank für diese sehr offenen Worte. Vielen Dank für diesen Parforce-Ritt, wirtschaftspolitischen Parforce-Ritt, globalpolitisch, aber auch natürlich sehr spezifisch für unsere Region. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt, natürlich bei allen Vertretern der Bundesregierung, bei denen wir immer ein offenes Ohr für unser Anliegen finden. Das ist eine tolle Partnerschaft und auch danke, dass Sie auf dieses Experiment des virtuellen Neujahrsempfangs oder virtuellen Jahresauftakts sich eingelassen haben. Das hat, glaube ich, einen großen Applaus verdient. Ich simuliere den jetzt mal so ein bisschen. Sie können gerne, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei sich zu Hause auch noch mal applaudieren. So, wir sind jetzt am Ende der Reden angelangt. Was würden wir jetzt in der sogenannten Offline-Welt tun? Wir würden jetzt Sie zum Empfang einladen. Sie würden sich ein Glas Wein nehmen, würden sich am Catering bedienen, eine schöne Musik würde spielen. Das alles in dieser Gänze können wir Ihnen leider nicht bieten, aber wir versuchen zumindest diese Stehtischatmosphäre, diese Plauderatmosphäre in lockerer Runde jetzt doch noch einmal nachzuempfinden virtuell. Und deshalb würde ich Sie einladen, wieder in den Salon zu wechseln. In dem Salon, der ab 15:45 ja schon offen ist, erwarten Sie an 8 virtuellen Stehtischen. Sie klicken dann immer auf den entsprechenden Stehtisch, der die Regionen des Ostausschusses beziehungsweise spezifische Themen des Ostausschusses beinhaltet. Dort stehen Ihnen unsere Regionaldirektorinnen, Regionaldirektoren, Arbeitskreissprecher, Experten, Vertreter der Bundesregierung in Chaträumen zur Verfügung. Wie gesagt, das virtuelle Glas Wein entfällt leider. Aber was uns sehr interessieren würde, dass Sie uns eine Rückmeldung geben, nicht nur zum
heutigen Event eine Rückmeldung geben zur Arbeit des Ostausschusses. Was wünschen Sie sich noch mehr von uns? Welche Themen sind für Sie besonders wichtig? Keine Angst, Sie erwarten dort keine endlosen Reden mehr, keine Fachpräsentation. Es soll ein lockerer Austausch werden. Bitte wechseln Sie mit uns gemeinsam in den Salon und bleiben Sie uns auch in der nächsten Zeit gewogen. Ich selbst werde in verschiedenen Salons auch mal reingucken und Ihnen gerne auch als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Ich bedanke mich jetzt für diese Zeit, für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.